Hi Leute, ich starte hier eine neue Serie auf chess.com, in der ich mich hochspielen möchte von der niedrigsten Zahl, sogar noch niedriger, aber ich bin jetzt auf 200. Und das Besondere an dieser Serie, ich werde jeden Zug erklären, jeden Zug ausführlich erklären, so dass es insbesondere auch für Anfänger, auch für komplette Anfänger gedacht ist, damit ihr wirklich jeden Zug versteht. Weiß hat hier angefangen mit E3, das ist schon mal sehr ungewöhnlich und sehr passiv. Der normale Zug ist E4, denn es geht am Anfang um das Zentrum, diese vier Felder hier vorne. Die möchte man gerne besetzen. E3 ist ein bisschen passiv. Ich werde jetzt dementsprechend das Zentrum besetzen. Ich kann E5 oder D5 spielen. Ich spiele mal D5. Mit der Idee, zum einen das Zentrum zu besetzen und mich zu entwickeln. Weiß gibt jetzt hier so ein Schach. Und das ist auch ein typischer Anfängerzug. Einfach mal so ein Schach geben. Das Problem ist, ich kann diesen Läufer einfach mit einem Bauern angreifen. Und man spricht jetzt davon, dass ich ein Tempo gewinne, denn ich kriege einfach kostenlos diesen Zug, denn ich greife damit diesen Läufer an und der muss jetzt wegziehen. Und solche Schach solltet ihr nie geben. Einfach einen Schach geben, wo die Figur angegriffen werden kann. Jetzt geht der Läufer zurück nach E2. Ja, da steht er natürlich auch ein bisschen passiv. Man sollte versuchen, seine Figuren aktiv hinzustellen. Und da Weiß mir jetzt die Möglichkeit lässt, werde ich jetzt das Zentrum komplett besetzen. Einen Bauern habe ich schon im Zentrum, ich werde den zweiten dahin ziehen. Jetzt habe ich hier das perfekte Zentrum. Und dieses Zentrum, warum ist das so stark? Es hat hier alle Felder im Griff. Weiß entwickelt sich weiter und greift dieses Zentrum an. Das macht Sinn, weil wenn ich vorgehe, sobald diese Bauern nicht mehr nebeneinander stehen, sind sie nicht mehr ganz so stark, weil die dann zum Beispiel dieses Feld nicht mehr unter Kontrolle haben. Und deswegen will man das eigentlich zum richtigen Zeitpunkt machen. Und das ist für mich jetzt noch nicht jetzt. Deswegen sage ich erstmal, ich decke diesen Bauern. Wie decke ich den? Nicht mit F6. Ich will hier nicht weiter Bauern ziehen. Ich habe das Zentrum besetzt, das reicht mir eigentlich. Jetzt möchte ich mich entwickeln, Figuren entwickeln. Das hat der Gegner schon gemacht mit zwei Figuren. Ich muss langsam auch meine Figur entwickeln. Muss diesen Bauern decken. Gibt es zwei Möglichkeiten. Läufer D6 und Springer D7. Ich werde mich für Läufer D6 entscheiden, weil Springer D7 würde diesen Läufer erstmal blockieren. Und vielleicht will der vorher raus nach G4 oder F5 und erst dann Springer D7. Deswegen spiele ich immer Läufer D6. Und Läufer D6 hat schon eine andere Idee. Wenn ich später mal E4 spiele, soll der Läufer hier schon mal in diese Richtung gucken. Weiß rochiert. Damit folgt er auf jeden Fall erstmal weiter den Entwicklungsregeln. Außer, dass er das Zentrum nicht besetzt hat. Auch ich werde mich jetzt weiterentwickeln. Ich spiele erstmal Springer F6 mit der Idee, danach vielleicht kurz zu rochieren. Oder so eine Angriffsidee aufzubauen. Weiß sollte jetzt vielleicht mal mit D4 auch das Zentrum besetzen. Und insbesondere meinen Bauern E5 weiter angreifen, dass ich mich entscheiden muss. Das wäre jetzt zum Beispiel eine Idee, um dieses Zentrum zu kämpfen. Das macht er, das ist auf jeden Fall sehr gut. Jetzt muss ich mich entscheiden, was ich mache. Ich kann den vorziehen. Ich kann den auch tauschen. Aber dann nimmt Weiß den wieder und da sehe ich noch nicht so den Vorteil. Ich könnte den auch decken, das ist auch eine Möglichkeit. Aber ich werde den jetzt vorziehen, weil ich mit Tempo diesen Springer angreife und ich gewinne ein bisschen Raum. Was heißt Raum? Mein Bauer steht hier ziemlich weit vorne in seiner Stellung und das bietet mir, wenn ihr mal schaut, ich habe hier so eine Bauernkette und dahinter habe ich eine Menge Platz für meine Figuren, weil meine Bauernkette relativ weit vorne ist. Und das ist der Vorteil, wenn man Raum hat, dass man dahinter viel Platz hat für seine Figuren. Und der Gegner hingegen, schaut mal, der hat hinter seiner Bauernkette weniger Platz und dementsprechend hat er weniger Platz für seine Figuren. Und das ist insbesondere ein Problem, wenn man noch viele Figuren hat, weil viele Figuren auf wenig Raum, könnt ihr euch vorstellen, das macht Probleme. Der Springer geht jetzt nach G5. Das ist schon ein Problem. Warum? Dieser Springer, der hat sich hier ziemlich weit entfernt von seiner Heimatbasis, von seinen eigenen Figuren. Und wenn ich das erkenne, dann kann ich einfach versuchen, den jetzt anzugreifen. Wenn ich den jetzt angreife, einfach mit einem Bauern, könnt ihr selbst mal rausfinden, wo der Springer noch hin kann. Der hat nämlich nur ein Feld nach H3. Und da steht aber mein Läufer drauf. Und den kann ich dann wunderbar wegnehmen. Weiß muss den wieder nehmen und hat eine ganz schlimme Bauernstellung. Und das werde ich jetzt hier machen. H6 greift den Springer an. Der Springer hat keine große Wahl. Hier würde er sich nur opfern. Da ist er auch weg. Er muss nach hier und jetzt habe ich diesen Läufer da drauf. Und jetzt nehme ich den hier weg. Er muss wieder nehmen. Und jetzt schaut mal, dieser König ist ganz offen. Weiß hat hier so einen isolierten Doppelbauer. Der ist schlimm. Und es hat einfach groß seinen König geschwächt. Und jetzt ändere ich meine Marschrichtung. Vorher habe ich gesagt, ich würde eher kurz rochieren.
Aber jetzt sehe ich da diesen offenen König und würde da gerne angreifen. Und wenn ich da angreifen möchte, dann möchte ich eigentlich nicht, dass mein König da steht. Und deswegen ist jetzt das für mich das Signal, ich möchte langrochieren. Ich möchte gleich langrochieren und möchte dann angreifen. Eine Idee, die ich jetzt zum Beispiel schon mal sehe, ist, da hat Schwarz Probleme. Ich könnte jetzt zum Beispiel einfach mal schon mal Dame C7 spielen. Direkt auf diesen H2 drauf. Das mache ich jetzt auch. Und das ist schon unangenehm. Diesen H2 kann er nicht mehr richtig decken. Er könnte noch F. Er tut es gar nicht. Er könnte noch F4 spielen und das versuchen, die Läuferdiagonale zu blocken. Aber den Bauern hätte ich en passant nehmen können. Und danach hängt auch der H2. Er spielt jetzt Läufer D2. Und schaut mal, das meine ich jetzt mit wenig Platz. Dieser Läufer ist ja ziemlich passiv. Der macht nicht viel auf D2. Wo soll der hin? Nach C3? Auch da macht er nichts. Ich kann jetzt einfach erstmal diesen Bauern mitnehmen. Und ja, so einen geschenkten Bauern, den nehme ich mit. Und jetzt ziehe ich lieber mal meinen Läufer wieder zurück. Oder mache ich das schon? Ich werde es gleich machen. Ich werde erstmal noch meinen Springer entwickeln und eine lange Rochade vorbereiten. Und dann werde ich aber bald mal meinen Läufer da zurückziehen. Nicht, dass der mal in Probleme gerät. Denn meine Dame deckt den. Und zum Beispiel F4 wäre jetzt eine Idee für Weiß, um diesen Läufer zu fangen. Deswegen wäre es auch eine Idee von mir gewesen, den zurückzuziehen. Aber solange ich da en passant schlagen kann, ist das in Ordnung. Und es gibt einen Grund, warum ich diesen Läufer noch kurz hier lasse. Durch diese Öffnung, durch das Nehmen hier von Weiß, hat Weiß die offene G-Linie. Und damit könnte er zumindest probieren, da einen Turm hinzustellen und auf diesen Bauern zu gehen. Und deswegen lasse ich noch ganz kurz meinen Läufer da stehen, um dieses Feld zu decken. Jetzt kommt ein interessanter Versuch von ihm, Läufer A5. Der setzt es nämlich genau auf diesen Läufer. Ablenkung der Dame. Wenn ich den jetzt nehme, dann nimmt er den. Das wäre zwar nur ein Abtausch, aber das möchte ich eigentlich gar nicht unbedingt, weil ich das Gefühl habe, dass mein Läufer da hinten, ich würde ihn gern behalten zum Angriff und diesen weißen Läufer auf A5, den finde ich irgendwie nicht so gut. Und da ich meinen Läufer besser finde als seinen, habe ich hier noch eine andere Möglichkeit. Ich kann den vertreiben mit einem Bauern. Wo soll der hin? Der sollte jetzt weg. Er könnte nach hier gehen. Nach B4, das wäre interessanter gewesen. Steht zumindest ein bisschen aktiver. Dann nimmt er viel mehr Felder in Anspruch. Jetzt geht er wieder passiv zurück. Und jetzt werde ich mal meinen Läufer. Werde ich ihn jetzt schon zurückholen? Ja, ich hole ihn jetzt zurück. Bevor da noch was passiert. Und ich habe jetzt einfach Bauern gewonnen. Der weiße König ist immer noch schwach. Und mein Plan ist es tendenziell immer noch lang zu rochieren. Springer C3 ist auch ein vernünftiger Entwicklungszug. Aber das Problem ist, er kommt hier nicht durch meine Bauern durch. Die stehen hier sehr massiv. Und ein bisschen besser wäre es gewesen, es ist eine geschlossene Stellung. Warum geschlossen? Weil hier viele Bauern noch rumstehen und im Zentrum, die sich verkeilen. Es gibt weniger offene Linien, wenig offene Diagonalen, insbesondere für ihn. Und er muss was öffnen, damit seine Figuren Platz haben. Und deswegen wäre eine bessere Idee gewesen, C4, um zum Beispiel mal die C-Linie zu öffnen für seinen Turm. Irgendwie Figuren zu aktivieren. Springer C3, das verstellt den C-Bauern und das bringt ihn nicht so richtig voran mit seinen Figuren. Ich könnte jetzt überlegen, schon lang zu rochieren. Aber noch ist mein König in der Mitte sicher. Ich würde euch empfehlen, in den meisten Stellungen einfach dann zu rochieren. Aber in dieser Stellung ist es so, dass ich jetzt zum Beispiel sage, muss ich noch nicht, weil in der Mitte steht er so genauso sicher wie, fast noch sicherer wie hier. Und was kann ich denn noch machen? Ich will immer noch angreifen da drüben. Ich möchte hier angreifen. Ich brauche meine Figuren da drüben. Läufer und Dame stehen schon ganz nett. Schön wäre es, wenn sie andersrum stehen würden. Dame. Eine Idee ist tatsächlich dann irgendwie so ein Tauschmanöver zu spielen. Oder Dame so, Läufer so. Das ist für später mal eine Idee. Das ist tatsächlich dann ganz schnell matt. Eine andere Sache, dass ich gerne noch zum Beispiel meine Figuren ranholen würde. Dieser Springer, der macht da noch nicht so wirklich mit. Und jetzt überlege ich mir, wie hole ich den da hinten ran zum Angriff. Und dann gucke ich mal nach einer Route und dann sehe ich zum Beispiel diese Route, so, und nach H4. Das sieht interessant aus. Auf H4 kann er mal nach F3, hat dieses Feld im Blick. Und dementsprechend spiele ich jetzt Springer F8. Das sieht ein bisschen komisch aus, aber es folgt alles meinem Plan anzugreifen. Er spielt jetzt F3, um hier ein bisschen was, ja, vielleicht mal die F-Linie zu öffnen. Kann man machen. Schwächt ihn natürlich auch so ein bisschen, weil dieser Bauer zum Beispiel schwach wird. Und ich habe jetzt noch eine andere Schwäche gesehen, dieser Bauer. Auch das ist jetzt eine interessante Idee, dass ich jetzt Dame D7 spiele, um auf diesen Bauern drauf zu gehen.
Und diesen Bauern kann er schon schlecht decken. Und schaut mal, ja, ich sehe eigentlich nur einen Zug, wie er den richtig decken kann. Er kann nicht nach H2, weil da mein Läufer steht. Er muss jetzt nach G2. Also Dame D7, König G2. Und das läuft wunderbar in meinen anderen Plan. In den Plan Springer G6, Springer H4 rein. Und so seht ihr mal, wie Ideen entstehen. Das war jetzt nicht so, dass ich sofort gesagt habe, boah, Dame D7, Springer G6, Springer H4. Sondern das ist eher eine Kombination aus den Ideen. Und deswegen spiele ich jetzt Dame D7. Ich gebe zu, hier seht ihr zum Beispiel gleich eine kleine Ausnahme von der Regel. Ich entwickle mich hier gar nicht hundertprozentig, sondern gehe schon jetzt ein bisschen früher auf den König los, weil ich aber sicher stehe. Und warum stehe ich sicher? Weil die gegnerischen Figuren alle passiv stehen. Und Weiß hat jetzt überhaupt nicht auf die Drohung reagiert. Und das ist etwas, was ihr auf jeden Fall mitnehmen solltet. Reagiert auf Drohungen. Schaut, was der Gegner gemacht hat. Der Gegner hat überhaupt nicht geguckt, was ich gemacht habe. Ich habe hier Dame D7 gespielt und mein Gegner hat einfach geschlagen, ohne zu gucken. Und jetzt kann ich diesen Bauern hier mit Schach nehmen. Und das mache ich. Mein Gegner hat nur einen Zug. König G1. Und dann seid ihr dran. Schwarz am Zug hat dann einen sehr starken Zug. Ich habe hier den Läufer. Ich habe hier die Dame. Ich kann jetzt hier einfach matt setzen. Dame H2, matt. Du hast gewonnen. Damit habe ich jetzt gleich 168 Punkte gewonnen. Ja, mein Gegner was hat er für Fehler gemacht, mein Gegner? Wir schauen nochmal rein. Er hat einfach passiv angefangen. E3, sehr passiv. Fangt mit E4 an. Er hat dieses Läuferschach gegeben, hat mir ein Tempo gegeben und hat auch den Läufer da sehr passiv nach E2 gestellt. Springer F3 und Rochade, das ist absolut vernünftig. Auch mit D4 das Zentrum angreifen, hier nach G5 gehen. Das ist natürlich jetzt, kann man übersehen. Aber hier wäre es besser, den Springer im eigenen Lager zu lassen. Und dann muss man irgendwann diese Bauern angreifen von Schwarz. Sonst erdrücken die einen. Springer G5. Und jetzt hat er das Problem, dass er hier diese Bauern bekommt. Und ab jetzt war meine Devise Angriff. Damit C7, deckt. Und hier muss jetzt Weiß, weil er so passiv steht und weil er unter Angriff steht und sein König offen ist, er muss Gegenchancen suchen, er muss irgendwas öffnen und deswegen muss er hier irgendwann C4 oder F3, er muss irgendwas öffnen, um Linien, Diagonalen für seine Figuren zu öffnen, damit er eine Chance hat auf den Gegenangriff. Läufer D2 und jetzt guck mal, jetzt zieht er diesen Läufer immer hin und her und das ist einfach sehr passiv. Ich habe jetzt die Zeit, diesen Bauern wegzunehmen, wieder zurückzugehen, Springer C3, Entwicklungszug, aber eben auch, schaut mal, die weißen Figuren haben gar keine Ideen. Und deswegen macht euch einen Plan. Ich hatte einen Plan, habt ihr gesehen? Ich habe die ganze Partie, ich habe früh gesagt, ich greife da an. Und das war mein Plan. Und den habe ich durchgezogen. Mein Gegner hatte keinen so richtigen Plan. Er hat mal hier einen Läufer hingezogen, mal hier und mal hier eine Figur entwickelt. Und dann passiert nämlich genau sowas wie in dieser Partie, dass die Figuren zwar scheinbar von Weiß alle entwickelt sind, aber sie harmonieren nicht. Sie haben gar kein gemeinsames Ziel. Sie haben keine gemeinsame Aufgabe, weil Weiß sie nicht so platziert hat. Ich ziehe jetzt meinen Springer darüber. F3 ist gut, das endlich mal aufzumachen, allerdings Dame D7 achtet mein Gegner nicht auf die Drohung und wird matt gesetzt. Ich hoffe, ihr habt eine Menge mitgenommen aus dieser Serie. Ich werde diese Serie fortführen gegen Gegner aller Art, je nachdem, wie hoch ich da komme. Und werde weiterhin jeden Zug erklären, alle Ideen erklären, sodass ihr da auch am meisten mitnehmen könnt. Wenn euch das gefallen hat, würde ich mich riesig über einen Daumen freuen und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video dieser Serie. Macht's gut, euer Schachpanda. Ciao.